Ja, bei mir ist es so, wenn ich an freiwilliges Engagement denke, fallen mir als erstes meine Eltern ein. Das glaube ich deswegen, weil meine Eltern eigentlich seitdem ich denken kann, in Vereinen sich engagiert haben. Und das für sie ganz selbstverständlich war. Und die das, glaube ich, auch an mir und meine Geschwister irgendwie so, wir haben das so fast mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist das eine, das mir zum freiwilligen Engagement einfällt, weil mir das einfach sehr geprägt hat natürlich. Das zweite ist der Begriff Freude, weil ich das selber jetzt wieder so stark spüre mit Lass uns telefonieren. Also was da, also Freude auf der einen Seite, die man anderen Menschen geben kann, durch freiwilliges Engagement, aber Freude, die ich selber empfinde, durch dieses Geben. Und das ist was wirklich, das ist was ganz was besonders Schönes, merke ich jetzt wieder. Was nur ganz stark ist für mich, was verbunden ist mit dem freiwilligen Engagement, ist die Lebendigkeit. Also da, bei mir zumindest, ich spüre da also ganz viel Energie. Da kommt ganz viel, da kommt viel an Ideen, an Vitalität, auch in mein Leben meiner. Und auch an die Freiwilligen, die sich für Lass uns telefonieren engagieren. Also auch bei denen merke ich das in Form bei den Rückmeldungen, dass die das auch ganz stark wahrnehmen. Und eine Sache, die mir auch ganz wichtig ist beim freiwilligen Engagement, ist das auf mich selber schauen. Nämlich, das wird oft vergessen, fürchte ich, glaube ich. Ne? Dass so irgendwie so im freiwilligen Engagement, da ist also, da steckt ja das drinnen, ich gebe mir ja sehr, also ich gebe mir da hin für Sache und engagiere mich total und vergiss mich vielleicht auch selber. Und ich glaube einfach, dass es bei jeder Art von freiwilligem Engagement so ganz, ganz besonders wichtig ist, dass man immer ganz gut auch auf sich selber schaut. Und auch immer wieder mal einig spürt. Also ich versuche das ganz stark. So, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade mit diesem Projekt? Ist das stundenmäßig auch noch okay? Passt irgendwas nicht? Was brauche ich jetzt? Also bei Lass uns telefonieren wollen wir zwei Gruppen von Menschen ansprechen. Und damit irgendwie alle. Auf der einen Seite nämlich Menschen, die sich alleine fühlen, die sich allein gelassen fühlen, die sich einsam fühlen und die so für sich so das Bedürfnis haben, es war jetzt einfach voll klasse, jemanden zum Reden haben, und zwar regelmäßig. Und zwar immer die gleiche Person, das ist bei uns ganz wichtig. Und auf der anderen Seite wollen wir Menschen ansprechen, die eben das Gefühl haben, ich möchte was tun, ich bin kommunikativ, mir taugt das auch, ich möchte gerne Menschen kennenlernen, denen ich eine Lebensgeschichte kennenlernen, denen in einer Lebenssituation kennenlernen und kann man das auch gut vorstellen, dass ich so ein bis zweimal in der Woche regelmäßig da mit jemandem telefoniere. Das ist so im Kern. Meine Beweggründe waren die, ich bin ja Historikerin eigentlich in meinem Erstberuf. Und zwar mit Schwerpunkt Nationalsozialismus und Holocaust und arbeite seit 20 Jahren mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Das heißt mit sehr alten Menschen, die sehr schlimme Sachen erlebt haben. Und jetzt war in meiner beruflichen Situation gleich einmal klar, dass diese Menschen, die jetzt noch an die Schulen gehen, das sollte ich vielleicht dazu sagen, also ich betreue dieses Schulprogramm, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die an Schulen gehen, dass für diese Menschen durch die Corona-Situation jetzt was entsteht, was eigentlich ganz schlimm ist, weil nämlich die kommen nicht mehr in Kontakt mit jungen Menschen. Sie können nicht mehr in der Form einer Geschichte erzählen. Und da habe ich gleich erstens mal von einer selber gehört, dass das jetzt wirklich ein Einbruch ist für einer. Und bei mir selber auch gespürt, weil ich in meinem eigenen Leben und in meiner eigenen Zukunftsvorstellung so dieses Thema Einsamkeit schaue, was ist, was mich immer wieder mal beschäftigt, war dann gleich einmal da, boah, wie Corona so richtig schlimm geworden ist, boah, was wird das heißen für all die Menschen, die in Lebenssituationen sind, wo sie jetzt vielleicht gar nicht mehr rauskommen und wo sie viel weniger Kontakte haben. Und aus dem aus ist eigentlich ganz sehr früh diese Idee entstanden, wo ich mir gedacht habe, da möchte ich möchte was tun, ich möchte irgendein Angebot setzen,
das da vielleicht ein bisschen was abfedern kann. Und so ist dann dahin gegangen. Ich habe dann mit ein paar Freundinnen geredet, Kollegen geredet, die mich dann sehr bestärkt haben, das doch irgendwie so weiter auszutüfteln und einmal auszuprobieren. Und so haben wir angefangen. Ja, eins von den schönsten Erlebnissen eigentlich bisher ist das, dass ich, das war ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, Menschen zu kontaktieren. Da hat sich erstens einmal eine junge Frau gemeldet, die war damals noch Maturantin und hat gemeint, ja, sie interessiert dieses Projekt voll und sie würde sich da gerne engagieren. Zweitens bin ich zu Ulf gekommen und habe mit dir gesprochen. Und du hast mir damals schon, du hast gesagt, ja, du hast du mit einem Herrn geredet und da hast du das Gefühl, das könnte genau passen, auch für Lass uns telefonieren, weil da hat er viel zu erzählen und der wird sich freuen über einen Kontakt. Und ich habe dann auch mit diesem Herrn gesprochen, auch länger, habe auch gemerkt, erstens eine ganz spannende Geschichte, sehr viel zu erzählen. Und habe dann noch mal mit der jungen Frau geredet, wie das für sie wäre, ob man das einmal probiert. Wir machen immer ja so, wir sagen immer, es gibt immer so 2-3 Probetelefonate und dann entscheiden sie beide nur einmal, ja, jetzt das machen wir langfristig oder nicht. Und es waren dann alle einverstanden und haben dann angefangen zum Telefonieren. Und aus diesem Anfang ist echt was ganz was Schönes entstanden. Also das war vielleicht Ende März, wie die angefangen haben zu reden miteinander. Jetzt haben wir Ende August und die reden nach wie vor ganz, ganz regelmäßig und tauschen sich zu wirklich auch so zu ganz alltäglichen Sachen aus, die sie bewegen. Da ist so eine richtige Großvater-Enkelinnen-Beziehung entstanden und die ist inzwischen sogar so gefestigt, dass die junge Frau, die geht jetzt nach Graz, um zu studieren, sie auch schon so ganz selbstverantwortlich Gedanken gemacht hat, okay, wie konnten diese Telefonbeziehung trotzdem weitergehen? Und jetzt haben wir geschaut, dass wir praktisch dann zusätzlich für so Phasen, wo sie, weil sie das Gefühl hat, sie hat dann vielleicht einmal so Zeiten, wo sie lernen muss für Prüfungen und so, dass man dann auch für diese Zeiten, dass es dann noch eine zweite Person gibt, die mit dem Mann in Kontakt ist und das finde ich eine ganz schöne Geschichte. So habe ich mir es erträumt, denke ich. Ja. Ja, aber lass uns telefonieren. Was erstens für mich ganz spannend war, es war ursprünglich wirklich gedacht, als ein Projekt, das auf die Corona-Zeit beschränkt ist. Aber das war natürlich auch Mitte März so, da haben wir uns alle gedacht, dass man jetzt im Sommer dass uns das nicht mehr so sehr beschäftigen wird. So ganz am Anfang war es ja so. Und dann ist halt immer mehr durchgesickert oder eingesickert bei uns alle, okay, das wird uns länger beschäftigen. Und trotzdem haben wir gedacht, ja, aber wenn das dann mit der Corona-Pandemie mal so bei dem Griff ist, quasi wenn es die Impfung gibt, dann ist das Projekt da wieder sozusagen, hat es den Zweck, dann gibt es den Zweck nicht mehr. Und bin jetzt aber draufgekommen, dass die Leute, die sich bei uns melden, dass bei denen Einsamkeit vor Corona schon genauso ein Thema war und ich bin mir sicher, dass es auch nach Corona noch genauso sein wird. Und aus dem Außen ist dann eigentlich das Bedürfnis entstanden, dass ich mir gedacht habe, dann sollte das auch was Längerfristiges sein. Deswegen sind wir jetzt ein Verein inzwischen, seit ganz kurzem. Und bin jetzt auch dabei, dort und dort so kleinere finanzielle Mittel einzusammeln, ne, von unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Stellen, damit das auch wirklich längerfristig dann weiterlaufen kann.